Deswegen klettern wir jetzt nach oben. Ah, okay. Es ist zu ruhig. Ja. Meine Rede schon seit ein paar Minuten. Ah! Das sind unsere Freunde. Nice! Können wir nicht mehr mit dem Bogen. Ich meine, wir können auch mit der Knarre schießen. Die wissen, dass wir da sind. Muni. Ich will das Geschieße. Muss man natürlich noch. Wow. Bums. Mit Leichen gepflastert. Scheiße. Die Idioten. Die Idioten. Auf eine Gondel schießen. Wie kommen wir hier weiter? Wir können gerade nicht schießen. Und nach oben. Fahrzeuge noch. Und hops. Oha, so viel Action. Ich hab die ganze Zeit schon den E-Knopf gedrückt. Epic. Umschalt, okay. Oha. Ach Scheiße. Ich glaube, wir sind am Strand.
anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Mit Sicherheit. Geschafft. Wo sind Sie? Ein Nager. Der Punkt auszugeben. Oha, das war ja mal ein Sprung. Eins von drei Teilen Gewehr. Ja, ich wollte schon sagen, Suizidkommando. Nee, Abkürzung. Erstmal ins Lager. Der Punkt auszugeben und Fähigkeiten. Überleben können wir hier was. Knochensammler. Klingt sinnvoll. Wollen wir es noch nie gebraucht haben. Ich habe absolut keine Ahnung wofür wir. Wir müssen die scheinbar gar nicht essen. Polsterter Griff. Ja, vielleicht können wir uns irgendwo anders was auch Störeres kaufen. Der Bogen kriegt kein Update. Okay, am besten wollen wir das. Rücklaufbremse. Okay, damit ist das Gewehr maximiert. Mit die wollen wir noch. Okay. Wollte trotzdem, das war als nächstes. Oh, okay, wait. Eins müssen wir natürlich noch machen, wo wir hier schon mal am Strand sind. Standard-Outfit, würde ich sagen. Der Strand-Outfit anziehen. Jo. Müssen wir nicht mehr die Kommunikationsgürtel dabei haben. Hier am Strand sind wir erstmal sowas gerüstet. Bisschen weniger an hier unten in der Sonne. Wir versucht jemand ein Auto zu starten. Oder einen Motor von dem Boot. Was soll da schon schief gehen? Wir haben keine Munition. Niente. Begrüßungsschuss. Oh weia. Ich hoffe, wir kriegen hier Munition irgendwo. Vielleicht auf dem Boot. Ein paar Pfeile. Meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Wie zum Henker stand sie da gerade? Anschließt, Lara. Wie kann ich ihr helfen?
Hilft auch Jonah da drüben. Was macht sie da? In diesem Moment wurde noch nicht gezogen und sie steht da. Scheiße. Diese Pose. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. In Piratenleben gelangen sie zu Galeone. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen? Okay, wo müssen wir hin? Dorthin müssen wir. Oder auch nicht, da müssen wir hin. Oha. Warum zum Geier wird auf uns jetzt geschossen? Woher kommen die? Ich habe keine Munition. Das Gewehr hat noch ein paar Schuss, aber... ich kann mich so gut wie nicht verteidigen. Und wer hat sie jetzt gesehen, dass das Portugiesisch ist? Die ist noch nicht am Boot. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht dir vor? Hast du ihn auch im Sterben gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte. Ich habe keine Munition mehr und keine Waffe. Nirgendwo. Hilfen noch abhauen. Ja, oder Suizid. Suizid ist kein böse Kinder. Wer zum Teufel sind? Haut lieber ab. Scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. 16 Schuss. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Komm her. Eine kleine Kopfschuss. Ich muss Schüsse sparen. Hat einer von euch Pfeile dabei gehabt? Nö, natürlich nicht. Aber Pistolenmuni habe ich. Ich wenigstens in Ruhe hier lang. Am Schiffswrack entlang. Hier gibt es auf dem Schiffswrack irgendwo Pfeil oder so. Ach du Scheiße. Das war zu weit. Zwei Schuss, na toll. Find's super.
Nein! Wo springst du denn hin? Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung. Haben sie. Looten. Nein, was springst du denn hier? Ist ja nicht wahr. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Hello again. Als ob der noch lebt. Als ob der noch lebt. Warum lebt er noch? Null Money. Alter. Ich habe den anderen noch nicht gelootet, ich habe also jetzt null Munition. Da ist er. Großartig. Hier muss ich hin. Und wie stellst du dir das vor? Tja, Also, ist natürlich schwierig. So ein, zwei Schuss brauche ich dafür schon. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Die Munition sparen. Und Loot nicht vergessen. Was, keine Pistolenmunition? Ich hätte eine Gewehrmunition dabei. Okay. Das muss genügen. So rauf hier. Da ist er. Oh ja. Was ist er? Was haben wir da? Flaschenzug. Ah ja, stimmt. Das braucht mehr. Na toll. Wenn jetzt nicht hier noch mehr kommen, bin ich ausgerüstet gegen viele Feinde. Ein paar Pistolenschüsse noch. Ah, 6 Pfeile habe ich jetzt. Okay, der hat sich ein bisschen was. Uha! Hey Freunde, ich bringe einen Flaschenzug mit. Ja, das Wasser kann ich nicht zielen. Er zielt schon, um mich treffen. Ach
Ach so, das ist einer von uns. Vor den schon abschießen. Ich hätte ihn jetzt abgeschossen. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Tja. Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Ach, er schon wieder. Der bringt uns immer nur in Schwierigkeiten. Die Kamerapresse. Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin mein... Ja, sicher. Und kaum ins Schwitzen geraten. Du hast sie verschreckt. Ich bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Der Drecksack. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Er hat uns verraten. Ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Wir verlieren, wenn wir ihn weiter im Team haben. Stimmt. Und deshalb wird es auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Sperrt ihn hier irgendwo ein. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte. Oh, ein neuer Bogen. Nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Das ist nice. Bogen-Upgrade. Kompunktbogen. Pumpgun. Waffe modifizieren. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Irgendwas. Orientierung. Hab ich dringend nötig. Schauen wir uns den neuen Bogen mal an. Wow. Edel. Ah, Napalmpfeile. Geflochtene Sehne. Okay, geflochtene Sehne und Napalmpfeile können wir jetzt hierfür. Schrottflinte. Da haben wir neue Sachen, die wir verbessern können. Gewehr-Upgrades. Ich dachte, wir haben eine Pumpgun. Aktuell auf Pumpgun. Ja. Brandende Munition, auch hilfreich. Kann man sich gerade nichts leisten. Nicht die Munition verschwenden. Habt ihr Munition zufällig? Lara, nicht mit dir wollte ich sprechen. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Das bringt's nicht. Er ist nicht wert. Um dich abzulenken.
Eine alte Ausgabe von Robinson Crusoe. Langsame Ironie. Naja, am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Der Verräter ist nicht wert. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Tja, irgendwie zurecht. Ich meine, ihr seht, was passiert ist. Und erfahren ist die nicht mehr. Lang nicht mehr. Okay, was jetzt uns sagt, du die Quest? Dorthin. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Und gehen hier lang. Sieht hier erstmal gar nicht so weit aus. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen weiter sein. Zwei von drei Bogen, okay. Oha, die Möwen. Nein. Diese Seilpfeile. Okay. Aber wohin? Sehe ich nichts, wo ich hinschießen kann. Einfach in die Wand rein. Das fragt der Lurons. Aha. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, das kann ja schief gehen. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf die Oh, Scheiße. Oder auch nicht. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstelle. Den Sprung habe ich überschätzt. Unterschätzt. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Ich hab das Gefühl, wir müssen den Weg hier nochmal zu. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Die bringen absolut nichts, diese Truhen. Vielleicht irgendwann später noch, aber momentan sind sie echt nutzlos. Epic.
bin kein Jump-Run-Parcours. Das kann ja nur schief gehen. Bei meinen Jump-Run-Skills. Ach du Scheiße. Sag's mir selbst. Lebt noch.